Liebe Zuschauer zu Hause, im Sessel, auf der Couch, auf der Sitzbank, auf dem Teppich, im Bett. Guten Abend, liebe Zuschauer, hier im Studio Berlin des Zweiten Deutschen Fernsehens. Dalli Dalli heißt unser Spiel für Schnelldenker. Tempo ist unsere Devise, das heißt unsere Devise. Sie haben Zeit, lassen Sie sich durch uns nicht anstecken. Gehen Sie in Ruhe zum Kühlschrank, verknacken Sie sich dabei nicht das Bein. Sie wissen, es ist der 13., uns berührt das nicht. Heute sind auch die Eishallen. Aber wie gesagt, Sie sind ja nicht da, wir könnten Sie im Studio hier sehr gut gebrauchen. Hier ist eine Versammlung, das wird Sie interessieren. Wir haben nicht nur Berliner hier, Wiener sind dabei, Schweizer sind dabei, andere Ausländer, also eine internationale Versammlung. Ich hoffe nur, dass der Generalsekretär der Vereinten Nationen, U Thant, gegen diese Versammlung in Berlin nichts einzuwenden hat. Ja, wie sieht nun unser Spiel aus? Es gibt insgesamt jeweils in einer Runde drei Fragen. Auf jede Frage gibt es 10 und mehr Antworten. Also nehmen wir mal an, eine Mannschaft findet 7 Antworten auf die erste Frage. 8 auf die zweite, 7 mal 8 sind dann 56 Punkte. Wir nehmen mal, wir multiplizieren. Dann nehmen wir mal an, bei der dritten Frage 10 Antworten, 56 mal 10, 560 Punkte. Ich nehme an, Sie haben das gar nicht verstanden jetzt, macht nichts, ist immer so bei Quiz-Sendungen. Ja, noch etwas ist sehr wichtig, glaube ich. Pro Punkt gibt es 1 Mark bei uns. Und da wir auch ausländische Gäste dabei haben, weiß ich noch nicht, wie wir wechseln. Sollten wir nicht einig werden, rufe ich Professor Schiller an. Er muss mir dann den Wechselkurs sagen. Ja, fangen wir einmal an. Zu unserem Spiel gehört eine Jury. Und da hat Österreich uns den Exportartikel geschickt, den Wiener Charme. Hallo Wiener, servus. Ich hoffe, das wird erhetzt werden. Hier ist Ihre Schiedsrichterin Brigitte Zander. Guten Abend Ihnen zu Hause. Im Sinne der Sendung mache ich es rasch und kurz. Ich hoffe, Sie werden sich recht gut unterhalten beim Gemma Gemma. Gemma Gemma, Dalli Dalli. Und dann haben wir noch einen Schiedsrichter aus Berlin. Es ist der Schauspieler Eckehard Fritsch. In der Annahme, dass ich nicht fehlgehe, wenn ich mich kurz fasse, möchte ich beiläufig bemerken, hallo Menschen. Und wir haben auch eine Verkehrsrunde dabei, ein Verkehrsspiel. Das Bundesverkehrsministerium schickte uns einen Schiedsrichter, einen Abgesandten. Es ist der Regierungsdirektor Dr. Klaus Seidenstecher. Liebe Zuschauer, ich habe hier eine Blume. Man muss ja mit einzelnen Blumen im deutschen Fernsehen, insbesondere im österreichischen Fernsehen, sehr vorsichtig sein. Aber hier, glaube ich, geht alles gut. Unsere österreichischen Kollegen haben für die beste Unterhaltungssendung die Goldene Rose bekommen von Montreux. Wir haben hier eine Goldene Rose von Berlin. Alle deutschen Zuschauer, Brigitte, für Österreich die Goldene Rose von Berlin. Ja, ich habe selbstverständlich eine Assistentin. Die Assistentin hat einen Mann. Den Mann werden Sie möglicherweise kennen. Er wurde letztes Jahr Fußballer des Jahres in der Schweiz. Er stand auch in der deutschen Nationalmannschaft. Und dieser Mann hat nun noch seine bessere Hälfte hier nach Berlin geschickt. Monika Sundermann. Ja, ich glaube, wir können gleich beginnen. Dalli Dalli, 2 Personen bilden eine Mannschaft. Wir beginnen mit Film gegen Sport. Die Filmmannschaft kennen Sie bestimmt, Filmlieblinge. Wir begrüßen nun Lieselotte Pulver und Fritz Eckert. Sie merken, wie gern man Sie hier sieht.
Was heißt eigentlich Dalli Dalli in Österreich, in der Schweiz? Wie sagt man da? Gemma Gemma habe ich eben schon gehört. Ja, rum, hopp. Rum, rum. Rum, hopp, hopp. Rum, hopp, hopp. Ist ja, auch ja. Sind Sie eigentlich persönlich mehr für Dalli Dalli, also rum, hopp, hopp, oder mehr für langsam? Nein, ich habe es lieber ein bisschen gemütlich. Gemütlich. Ja. Wie war das, als Sie Ihren Gatten kennengelernt haben? War das da Dalli Dalli, rum, hopp, hopp, oder war das gemütlich? Ja, das ist das einzige Mal, wo ich es ein bisschen eilig hatte, im Gegensatz zu meinem Mann. Ja, Herr Eckert, ja, ich habe gehört, Sie führen Regie, Sie schreiben, Sie spielen. Ihre ja. neue Serie, Wenn der Vater mit dem Sohne kommt, in Deutschland auch sehr gut an. Was machen Sie nun am liebsten? Nichts. Gar nichts. Ich habe... Mir hat jemand gerade erzählt, ja? Sie haben sich einen neuen Wagen zugelegt. Ja, einen britischen. Der ist toll. Sie einen großen britischen Wagen. Sie und an einem Tag gemacht. Was, der ganze Wagen an einem Tag? An dem Tag, an dem Sie gearbeitet haben. Ich darf Sie beide bitten, hier Platz zu nehmen. Wir wollen gleich in die erste Runde einsteigen, wo Sie möchten. Der Tisch ist frei. Wo möchten Sie gern? Bei unserem Spiel ist es so, unsere Kandidaten bekommen 15 Sekunden Zeit zum Beantworten der Frage. Es muss abwechselnd geantwortet werden. Wenn ein Kandidat viel weiß, der andere weniger, dann blockiert der Nichtwissende den Wissenden. Sie werden das gleich mitbekommen. Fangen wir mal an. Frage 1. Wer will beginnen? Frau Pulver. Erste Frage, Dalli Dalli. 15 Sekunden Zeit für alle außereuropäischen Länder, die Ihnen einfallen. Also Länder außerhalb Europas. Dalli Dalli. Ecuador. Mexiko. Japan. Uruguay. China. USA. Thailand. Indonesien. Vietnam. Kolumbien. Aus, das war die 15. Sekunde. Ich habe, glaube ich, über 10 gezählt, aber wir fragen die Schiedsrichter. Was meint das Schiedsgericht? Ich möchte mich mal so ausdrücken, es waren 10 Antworten und 10 gültige Antworten. 10 gültige Antworten, also in der ersten Frage. Und nun das Interessante. Von nun an, jede Antwort mal 10, wenn es 8 gewesen wären, also mal 8, jetzt mal 10. Zweite Frage, wieder 15 Sekunden Zeit, jetzt beginnt Herr Eckert. Herr Eckert und auch Frau Pulver. Wir suchen jetzt Kosenamen, die Sie für Ihre Liebste, für Ihre Frau, das ist ja die Liebste, Sie für Ihren Mann, für den Liebsten gebrauchen. Kosenamen, Sie für den Mann, Sie für die Frau. Dalli, Dalli. Schatzi. Schnackli. Putzi. Heikümperli. Hasi. Ja. Lieb Schatzeli. Ja, Hexi. Hellmütchen. Schnauziputzi. Selbst ich habe jetzt gelernt, Schnauziputzi muss ich mir merken. Das ist was Neues. Und nun wieder zum Schiedsgericht. Wie viel können wir anerkennen? Ja, ich freue mich gerade, dass Sie diese Frage stellen, Herr Rosenthal. Ich möchte es mal so formulieren. Wir haben 9 Antworten bekommen, wenn auch einmal Schatzli, einmal Liebschatzli. Das war eine Steigerung. Es sind also 9 gültige Antworten. Also 9 mal 10 sind dann 90. Ich habe noch eine Frage an Sie, Herr Fritz. Sie sprechen heute so geschraubt. Ich möchte mal so formulieren. Weshalb? Ja, wissen Sie, ich interessiere mich für Politik und höre mir natürlich auch die Reden der Politiker an. Und es färbt ungemein ab. Ja, danke. Also jetzt, wir machen doch lieber weiter. Und nun zur dritten Aufgabe. Die dritte Aufgabe ist manuell. Und zwar wissen Sie, es gibt in Deutschland Normen, deutsche Industrienorm, ich glaube auch in Österreich. Und zwar haben wir Glühlampen genommen und es gibt Fassungen. Nicht nur eine, nicht 5, nicht 10, über 15. Die haben wir hier aufgebaut. Und die Kandidaten müssen nun versuchen, Birnen in die Fassungen zu drehen. Ich hoffe, dass Sie nicht die Fassung verlieren. Sie dürfen jetzt aufstehen. Hier ist der Startplatz. Und dann bekommen Sie diesmal 3x 15 Sekunden Zeit, also 45 Sekunden. Und es ist dann so, jede Lampe, die brennt, hier die grüne, hier können Sie anfassen, wenn Sie wollen. Das ist sozusagen die Startrampe für Sie. So viel Glühlampen nachher brennen. Jetzt brennen Sie nicht wegen der Sicherheitsvorschriften, die schalten wir später ein, damit Sie da nicht reinfassen. Hoffentlich, ich glaube, es ist so. So viel wie brennen, so viel nehmen wir dann mal. Achtung, 45 Sekunden, 3x 15, Dalli, Dalli. Thank you.
ist doch schwieriger, als man annimmt. Ich darf Sie zur Seite bitten. Wir wollen mal sehen, wie viele Lampen jetzt brennen. Jeweils mal 90. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt schaffen. Achtung! Dalli, Dalli! Vielleicht kommt ihr ein bisschen später, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob wir es noch anerkennen können. Ich habe mit der Hand dagegen gedrückt. 1, 2, 3. Ich muss das Schiedsgericht fragen. Können wir auch die dritte noch anerkennen? Ja, natürlich. Die dritte Spätzündung, auch. Natürlich. 3 mal 90, wir können das wieder abschalten. Das sind dann 270 Punkte für Lieselotte Pulver und Fritz Eckert. Sie dürfen wieder Platz nehmen. Bitte schön. Wir kommen Herr Rosenthal, darf ich nur bei der Gelegenheit unsere Schweizer Zuschauer um Entschuldigung bitten, dass keine Williamsbirne dabei war. Ja, also danke schön. Wir wollen gleich jetzt weitermachen. Wir kommen zur zweiten Mannschaft. Sie wissen, 270 Punkte sind jetzt das Limit. Wenn die Mannschaft gewinnen will, muss sie 271 Punkte erreichen. Es ist eine Sportlermannschaft. 2 Gäste, beide Weltrekordler. Wir begrüßen einmal eine österreichische Sportlerin, einen deutschen Sportler, Ilona Gusenbauer und Manfred Germer. Damit Sie gleich wissen, die Spielregeln sind Ihnen ja bekannt, es geht gegen 270 Punkte. Frau Gusenbauer, viele werden jetzt wissen wollen, was treiben Sie für eine Sportart? Hochsprung, Leichtathletik. Hochsprung. Und Sie haben einen Weltrekord in der Halle? Ja. Wie hoch springen Sie? In der Halle 1,88. Und wie hoch draußen? 1,85 bis jetzt. Aber draußen hat man doch einen längeren Anlauf. Warum springt man in der Halle höher? Na, weil der Anlauf in der Halle der gleiche ist. Ach, ist der gleiche. Ich dachte, man könnte draußen ein paar Schritte mehr machen. Sie sind verheiratet? Ja. Haben Sie Ihren Mann beim Sport kennengelernt? Ja, durch den Sport. Was treibt Ihr Mann für Sport? Der hat Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung. Also auch Hochsprung. Die erste Familie, die große Sprünge machen kann. Herr Germer, Sie haben knapp 20 deutsche Meisterschaften gewonnen. Ja, 19 deutsche Meisterschaften. Weltrekorde auch aufgestellt? Ja, in der Staffel über 200 Meter. 100 Meter Läufer sind Sie? 100 und 200 Meter, ja. Und jetzt möchte ich mal fragen, wie sieht es für die Olympischen Spiele aus? Glauben Sie, dass wir Chancen haben, in der Leichtathletik Goldmedaillen zu gewinnen? Das hoffe ich sehr stark, dass wir Chancen haben. Es ist schwer, natürlich jetzt ein Jahr vorher sich darüber schon festzulegen. Ich glaube, dass unsere Mittelstreckler Chancen haben oder Harald Norpott, unsere Mehrkämpfer im Zehnkampf, uns ganz besonders natürlich die Frauen im Weitsprung und auch im Fünfkampf. Und Österreich im Hochsprung. Und Österreich im Hochsprung. Gut, ich darf Sie bitten, hier jetzt Platz zu nehmen. Wir fangen gleich an. Erste Frage. 15 Sekunden Zeit. Kommen Sie nah zum Mikrofon, dass man Sie nicht nur sieht, sondern auch hört. Wir wollen von Ihnen außereuropäische Länder hören, also Länder außerhalb Europas, und dafür 15 Sekunden Zeit. Dalli, Sie beginnen, Frau Gusenbauer. Dalli. Argentinien. Brasilien. Chile. Hawaii. Uruguay. Kanada. Japan. Amerika. China. Ein Moment, Amerika können wir ja, Vereinigten Staaten sind gemeint. Wollen wir China noch anerkennen? Das kam zu spät. China kam schon zu spät. Also wie viel würden Sie anerkennen? 9. 9, das ist ja ungefähr gleich. 9 hatten die anderen auch. Zweite Frage jetzt. Es wird interessant, Sie sind verheiratet. Es ist möglicherweise, dass Sie da mehr wissen. Ich auch. Sie auch? Na ja, das meinte ich. Beide? Wir wollen Kosenamen hören, die Sie für Ihren Liebsten, für Ihren Mann, Sie für Ihre Liebste. Also immer abwechselnd. Jetzt beginnt Herr Germer. Kosenamen, Liebsten, Liebsten, Freund, Freundin, aber Sie sind ja verheiratet für den Ehegatten. Achtung, Dalli, 15 Sekunden. Dalli. Liebling. Schatz. Schnuck. Putz. Häschen. Muggelein. Darling. Liebling. Zuckerschnutte. Herzi Pinki. Ein Häschen. Äffchen. Kätzchen hatten wir noch, aber das eine habe ich dazwischen nicht verstanden. Was waren das so mittendrin auf dem Radeweg? Wie hieß das? Das war bestimmt ein österreichischer Ausdruck. Herzipinki. Herzipinki, Herzipinki. Herzipinki, was Neues. Sie lernen auch in Deutschland noch etwas. Wir hören gleich von der Jury, was wir anerkennen können.
Ja, es waren 11 Antworten, aber der Liebling war doppelt, also 10. 10 mal 9 sind 90. Sie sind ja beide völlig gleich. Jetzt entscheidet unser Test. Sie sollen Glühlampen in Fassungen einschrauben. Dafür erhalten Sie dann 3 mal 15 Sekunden Zeit. Wir bauen das jetzt erst auf. Also so viel brennen. Sie haben es ja gesehen. Sie kommen bitte jetzt zu Ihrer Startrampe, hier an der grünen Lampe. Naja, Sie können ja mit einem Sprung dahin. Das ist ja bei Ihnen eine Kleinigkeit. Alles fertig? Achtung. 3 mal 15 Sekunden. Dalli, Dalli. Jetzt darf nichts mehr gemacht werden. Dann sind wir alle sehr gespannt, wie viel brennen. Sie haben sich aber wirklich sehr beeilt. Helfen Sie öfter bei Ihrer Gattin im Haushalt? Ja, also die Lampen, die schraube ich schon mal ein, ja. Lampen schrauben Sie ein. Wie ist es bei Ihnen? Ja, ich habe noch keine eingeschraubt. Das erste Mal heute. Wir wollen's mal. Sie haben keine Lampen zu Hause, Sie können nicht im Dunkeln sitzen. Ja. Wie ist das? Ja. Das macht Ihr Mann. Ja, das macht mein Mann. Ja. Also wollen wir mal schauen. Achtung. Dalli, Dalli. Eins, zwei, 3, 4, 5. Genauso angefasst, das brennt auch nicht. 5 mal 90 Punkte, wir können wieder abräumen. 5 mal 90 sind 450 Punkte. Und damit, liebe Gäste, liebe Zuschauer zu Hause, ist das Ergebnis der ersten Runde klar. Erste Dalli-Dalli-Runde. Es gewann mit 450 Punkten zu 270 Punkten die Sportlermannschaft. Herzlichen Glückwunsch. Hier können Sie jetzt ein bisschen zuschauen, Sie können in den Saal gehen. Ich möchte Ihnen sagen, wie es nun weitergeht. Sport hat gewonnen, zur Belohnung soll es jetzt sportlich bei uns bleiben. Sie wissen ja, Sport und Politik, da gibt es Wechselwirkungen. Es gibt negative Wechselwirkungen, zum Beispiel jetzt mit unseren Schützen da in Moskau, die dort nicht teilnehmen können wegen der Berliner. Es gibt positive sportliche Wechselwirkungen und von positiven wollen wir Ihnen jetzt berichten. Ein Mann, der zum ersten Mal ein Chanson im Fernsehen singt, Sie kennen ihn alle, Uwe Friedrichsen. Manchmal wirft sogar der Sport Abneigung über Bord. Bestimmt haben Sie davon gelesen. Sportler übern großen Teich fuhren ins China-Reich und ganz entzückt waren die Chinesen. Herzlich wünschte man sich dann Adio und ein Ami rief O Sole Mao Mio. Ping-Pong, 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 Ping-Pong. Beim Tischtennis ist jeder friedlich. Ping-Pong, Ping-Pong. Das Spiel ist gar zu niedlich. Ärgerlich sahen die Nachbarn zu. Was ist denn hier geschehen nun? Hier steht ein Feind, da steht ein Feind. Wer hat denn die friedlich vereint? Ping-Pong, 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 Ping-Pong. Das Spiel schafft friedliche Gemüter. Ja, solchen kleinen weißen Ball, den brauchten wir heute überall. Denn Ping-Pong, Ping-Pong erspart den Feldmarschall. Einigkeit wird leicht erzielt, da wo man Ping-Pong spielt. Probleme werden kleine Fische. Streitereien um Geld und Lohn, Inflation, Religion, die löst man auf und unterm Tisch. Und wie schön wär die Berlin-Debatte, hüpften alle Viere um die Platte. Ping-Pong, 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 das ist ein wunderbares Spiel.
dabei lernt man manchmal viel. Hast du in einer Ehe Krach, lässt sie dich nicht in Schlaf gemacht, freundlich und nett, sag dann zu ihr, raus aus dem Bett, spiel jetzt mit mir. Ping-Pong, 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 Ping-Pong. Das Spiel schafft friedliche Gemüter. Selbst Barzel sprach zu Willy Brandt, hier nehmen sie einen Schläger in die Hand, weil Ping-Pong, Ping-Pong uns beide schön entspannt. Beim Ping-Pong, Ping-Pong spielen wir uns nicht an die Wand. Ja, ich möchte Ihnen noch zwei Kollegen vorstellen. Und zwar den Kollegen, der die musikalische Leitung hat, mit seiner kleinen Band. Das ist Heinrich Riedmüller. Und dann den Mann, der die Lieder für diesen Abend eigens geschrieben hat. Text, Musik, Günther Neumann. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir kommen nun zur zweiten Runde Politik gegen Wissenschaft. Politik macht uns etwas Schwierigkeiten. Die Politiker haben in diesen Tagen sehr viel zu tun. Es gibt sehr viel Aufregung. Sie wissen ja selbst Bescheid. Und wir dachten uns, es müssen dann politische, hohe politische Beamte sein, die wenig Konferenzen haben, die sehr wenig Ärger haben, die Zeit und Muße auch haben. Wissen Sie, wen ich meine? Polizeipräsidenten. Wir freuen uns jetzt auf den Berliner Polizeipräsidenten Klaus Hübner und auf den Frankfurter Polizeipräsidenten Knut Müller. Wir sind hier zu Hause. Herr Müller ist Gast, kommt aus Frankfurt. Ich darf mit ihm beginnen. Eine ehrliche Frage mal. Haben Sie schon mal eine gebührenpflichtige Verwarnung bekommen? Noch niemals. Ist das wirklich ehrlich? Das stimmt. Noch nie mit dem Auto aufgeschrieben worden? Noch nie. Das kann ich mir nicht denken. Doch. Warum nicht? Weil ich kein Auto fahre. Sie fahren? Das finde ich ja sehr seltsam. Nun zu Ihnen auch mal. Ich will Ihnen ein kleines Quiz vorweg machen. Bitte schön. Ja. Sie kennen das, in Berlin sagt man Schupo. Schutzpolizei. Na gut. Kripo. Kriminalpolizei. SIPO. Das war mal die Sicherheitspolizei. Popo. Politische Polizei, aber wir selbst sagen nicht so. Und APO. Arme Polizei. Das ist ja was ganz neu. Arme Polizei für APO. Ich wollte Sie reinlegen. Sie können hier Platz nehmen. Welchen Tisch wollen Sie sich aussuchen? Bitte schön. Dalli Dalli, jetzt also für hohe politische Beamte, Polizei. Frage 1, wer will beginnen? Frankfurt oder Berlin? Herr Müller. 15 Sekunden Zeit für Sehenswürdigkeiten europäischer Städte. Achtung, jede Stadt darf nur einmal dabei sein. Dalli Dalli. Aachen-Kaiserdom. Berlin-Luftbrückendenkmal. Paris-Louvre. Madrid-Prado. London-Tower. München, neues Stadion. Kopenhagen, Tivoli. Paris, Sacré-Cœur. Düsseldorf, Köln. 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 Jetzt werden wir nie wissen, was er in Köln gemeint hat. Das, diese Ungewissheit, die dabei ist. Nun zu den Schiedsrichtern gleich. Wir haben 9 Antworten bekommen. Davon waren aber 2 Sachen aus Paris. Ah, müssen wir eine abziehen? Ja, dann sind es nur 8. 8 Antworten sind anerkannt, aber bei Sehenswürdigkeiten, das ist ja nicht so einfach. Und nun dürfen Sie beginnen, Herr Hübner. Dalli Dalli, 15 Sekunden Zeit. Nennen Sie uns in 15 Sekunden, ich will es nochmal sagen, damit Sie das Tempo wissen, was da drin steckt, was Ihrer Meinung nach eine gute Sekretärin alles können muss. Dalli Dalli. Verschwiegen sein. Sie muss gut Schreibmaschine schreiben. Gut aufnehmen können. Sie muss gut Kaffee kochen. Abwimmeln können. Sie muss dafür sorgen, dass der Chef nicht gestört wird. Den Richtchen reinlassen. Sie muss immer wissen, was der Chef wünscht. Im richtigen Moment abblasen. Aus! Danke! Ja. Ich staune. Ich staune, was im Polizeipräsidium eine Sekretärin alles können muss. Lesen Sie sich mal an. Nun, liebe Jury. Ja, wir haben 9 gültige Antworten bekommen. Ich habe nur eine Frage an Ihren Herrn Präsidenten. Wenn sie nicht Kaffee kochen kann, würden Sie sie trotzdem beschäftigen? Wenn sie Tee kochen kann. Wenn sie dafür Tee kochen kann, dann ja.
Wir kommen nun gleich zur dritten Aufgabe. Und das ist ähnlich wie bei der ersten Runde eine Aufgabe mit Elektrizität. Wir haben jetzt nicht Glühlampen, sondern wir haben Steckdosen. Auch da, das ist interessanterweise so, gibt es nicht eine Norm. Das ist vielleicht für die Industrie mal interessant. Sie sollten sich doch auf einige nur einigen. Es gibt weit über 15. Und unsere Polizeipräsidenten müssen nun versuchen, wieder 45 Sekunden Zeit, möglichst viel Kontakte herzustellen. Kontakt wissen Sie ja nicht, es ist ja Ihre Aufgabe, Kontakte herzustellen. Sie gehen hier zur Startrampe. Achtung, 3x15 Sekunden. Dalli, Dalli. Noch 8. Versuchen Sie es doch mal. Aus. Stopp. Wackelt ein bisschen, nicht? Aber wir hatten Luft, Sie können es jetzt fallen lassen. Wir wollen auf ein Kommando sehen, wie viele Lampen brennen. Und dann kommt es jeweils mal 72. Wir hatten ja vorhin 9 mal 8, 72. Bin sehr gespannt. Was glauben Sie, wie viel werden es sein? Schätzen Sie mal. Hälfte, 7. 7. 7, schätzen Sie. Wollen wir mal sehen. Achtung. Dalli, Dalli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hervorragend. Damit haben unsere Polizisten, Sie dürfen wieder Platz nehmen, 720 Punkte gewonnen. Das ist eine. Herr Rosenthal, darf ich nur mal unterbrechen? Ja, wir müssen erst mal abräumen, aber jetzt dürfen Sie unterbrechen. Nee, das war wirklich für uns ein erhebendes Gefühl mitzuerleben, wie zwei Polizeipräsidenten ein Licht aufgeht. Ja. Ja. Wir kommen nun zum zweiten Teil dieser zweiten Runde gegen Wissenschaftler. Und das sind zwei Wissenschaftler, die Sie alle kennen, ganz bestimmt vom Namen her. Dem einen verdanken wir, dass wir in Farbe sehen können. Er fand das PAL-System. Der andere, nun, den kennen Sie von vielen wissenschaftlichen Sendungen. Wir freuen uns jetzt auf Professor Walter Bruch und Professor Heinz Haber. Herr Professor Bruch, wir freuen uns, dass Sie in einem Unterhaltungsspiel mitmachen. Vielleicht interessiert es Sie auch, Professor Bruch war der erste Kameramann überhaupt, wenn ich mich nicht täusche. 1936 standen Sie hinter der Kamera. Ja, bei den Olympischen Spielen in Berlin 1936 hatte ich die Kamera gebaut und musste sie dann auch bedienen, weil ein Ingenieur damals noch notwendig war, um solch eine Kamera zu bedienen. So einfach ist das heute. Und nun eine zusätzliche Frage noch. Es gibt den Wankelmotor, man weiß nach Wankel. Warum haben Sie Ihr System PAL-System genannt? Na, was denken Sie, wenn ich es Bruch-System genannt hätte? Ja, also. Nun, Herr Haber, Sie starten bald eine neue Serie. Für das ZDF, jawohl. Für das ZDF. Titel? Der Titel stammt, wie viele Titel meiner Bücher und Sendungen, von meiner Frau. Sie ist nämlich meine große Titelmacherin. Ja. Ja. Und zwar ist das über Meteorologie. Wie sollen Sie da jetzt einen Titel finden? Ja, und dann sagte sie sich, wenn jemand in Urlaub war, dann sagt, wie war denn euer Wetter? Also heißt der Titel Unser Wetter. Unser Wetter. Und Sie glauben, dass Sie da mehr erreichen als die Berufskollegen, die möglicherweise immer daneben, oft daneben tippen? Auch das ist gar nicht so schlecht. Die Voraussagungen sind erstaunlich gut. 60%, sagt man. Nein, es ist so, wenn man voraussagt, dass das Wetter am nächsten Tag genauso ist wie heute, hat man in 60% der Fälle schon recht. Das ist natürlich auch richtig. Wie darf ich Sie jetzt anreden? Professor Doktor oder Professor Haber oder
Doktor, Doktor? Ja, das kann Sie eigentlich halten, wie Sie wollen. Es ist nämlich so, wissen Sie, in unserem Beruf, Herr Bruchfeld, muss ich bestätigen, ja, sind Titel dieser Art eine Alterserscheinung. Das ist sehr nett. Ich darf beide Professoren nun an diesen Ratetisch bitten. Zu Ihrer Orientierung, es geht gegen 720 Punkte. Sie müssen versuchen, 720 Punkte zu schlagen. Sie wissen ja Bescheid, brauche nicht zu sagen. Erste Frage, wer will beginnen? Professor Haber oder Professor Bruch? Sie sollen das sagen. Nein, sagen Sie es doch. Das ist ja Freiheit, beinahe akademische Freiheit. Bitte schön, also Herr Professor Haber. 15 Sekunden Zeit. Nennen Sie uns Sehenswürdigkeiten europäischer Städte. Allerdings, jede Stadt darf nur einmal vorkommen. Dalli, Dalli. Schiebeturm von Pisa. Canale Grande in Venedig. Eiffelturm in Paris. Funkturm in Berlin. Tower in London. Empire State Building in New York. ZDF Studio in Berlin. Akropolis in Athen. Canale Grande in Venedig. Aus. Also das war schon ganz interessant, dass sogar das ZDF-Studio schon eine Sehenswürdigkeit ist. Aber damit war Berlin ja wohl zweimal dabei und außerdem war einmal auch Amerika dabei. Ich sagte extra europäischer Städte. Dazu nun die Jury. Ja, wir haben 9 Antworten bekommen. Eine wird abgezogen wegen Amerika. Und da Titel Alterserscheinungen sind, hat der junge Haber zweimal Berlin erwähnt, nicht wahr? Also 7. 7. Also 7 Punkte haben Sie bis jetzt. Und nun jede Antwort mal 7. Jetzt beginnt Professor Bruch. Haben Sie eine Sekretärin? Ja. Sie auch? Nein. Aber Sie hatten mal eine? Eigentlich nie. Na, dann bin ich gespannt, was Sie sich darunter vorstellen. 15 Sekunden Zeit, was Ihrer Meinung nach eine gute Sekretärin alles können muss. Dalli, Dalli. Kaffee kochen. Tippen. Fremde vom Büro weghalten. Meine Briefe aufschneiden. Meine Briefe frankieren. Die Briefe einordnen. Briefe schreiben. Die Kopien richtig ordnen. Die Kopien richtig ordnen, glaube ich, können wir noch anerkennen. Ja, das sollten wir. Auch die Polizeimannschaft nicht. Und dazu hören wir den Sprecher des Schiedsgerichts, Eckhard Fritsch. Ja, man möchte die Herren nicht für Wissenschaftler, sondern für Beamte halten. Aber trotzdem 8 Antworten, 8 gültige. 8 gültige. Und Brigitte sagt uns, wie viele Punkte? 56. 56 Punkte. Nun mal 56. Wir haben einen Test vor, Sie wissen Bescheid. Sie sollen versuchen, Stecker in Steckdosen hereinzubekommen. Das ist ja eigentlich ganz einfach. Und ob es Wissenschaftler können, die sich eigentlich ja nur mit höheren Dingen befassen. So etwas machen Sie selten oder wer macht das bei Ihnen zu Hause? Sie? Na ja, beide, beide. Beide. Staubsauger meiner Frau und die Bohrmaschine ich. Bohrmaschine. Und wie ist es bei Ihnen, Herr Professor? Bei mir ist es so, meine Frau sagt immer, wenn endlich mein Elektriker ins Haus käme, dann wäre die Sache in Ordnung. Gut. Sie dürfen hier zum Start kommen. Hier müssen Sie her. Einer da, einer hier. Achtung, 3x15 Sekunden. Herr Bruch, jetzt müssen Sie mich aber rausreißen hier. Naja, ob er rausreißt, werden wir jetzt erleben. Dalli, Dalli. Oh, oh, Wissenschaftler. Ich weiß nicht, ob die Schiedsrichter das gesehen haben. Ich habe gar nicht gewusst. Der Stecker war schon dran. Der Stecker war schon dran. War der Stecker schon dran? Was meint die Jury? Wir konnten nicht sehen, der Wissenschaftler stand davor. Also dann bin ich der Meinung, es ist wie beim Fußball, wenn der Schiedsrichter nicht sieht, dann gilt das eben. Achtung, bin sehr gespannt. Ich sage, gebe ein Kommando. Ich habe vorhin gefragt, wie viel schätzen Sie? Wie viel
werden brennen? Ja, fünf oder sechs, ja. Fünf bis sechs, Sie sind sehr bescheiden. Sieben. Sie sagen sieben. Dalli, Dalli. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, auch zehn. Sehr schön. Waren beide gut, bitte nehmen Sie Platz noch einen Moment. Ich möchte inzwischen sagen, wie das Spiel entschieden ist. Wir haben einmal, und beide Mannschaften waren sehr gut, das darf man hier anmerken, einmal für die Wissenschaftler 560 Punkte und für die Politik, für die Polizeipräsidenten 720 Punkte. Sie haben diese Runde knapp, glaube ich, gewonnen. Denn es geht ja bei uns in die Hunderte. Sie machen das Endspiel mit. Die Verlierer der ersten beiden Runden werden später einen Verkehrstest bei uns mitmachen. Ich möchte Ihnen nun sagen, wie es weitergeht. Sie sehen, Männer waren hierbei gut. Im Allgemeinen sind Frauen, was Elektrizität betrifft, wesentlich besser. Frauen sind ja sowieso im Kommen. Wir müssen uns da sehr vorsehen. Wir Männer, denken Sie nur mal, es gibt also schon Weltraumpionierinnen, es gibt Staatspräsidentinnen, es gibt möglicherweise sogar bald Nachrichtensprecherinnen im westlichen Europa. Und die Frauen sind stolz darüber. Und eine solche stolze Frau möchten wir Ihnen jetzt vorstellen. Sie ist eine Berlinerin, mit einem Wiener verheiratet, also passt zu Deutschland und zu Österreich. Freuen wir uns gemeinsam auf Cornelia Frohbös. Immer kam die Frau an zweiter Stelle. Immer kam zuallererst der Mann. Und immer machte der für sich Reklame. Erst der Herr und dann die Dame. Das fing mit Herrn Adam schon an. Nie hat uns der Mann für voll genommen. Immer hielt er uns für blöde Gänse. Vielleicht mal für eine schöne Nacht was nütze. Aber hier, kein bisschen Grütze. Damit ist nun endgültig Sense. Denn heute sind wir dran, das wird mal Zeit. Selbst auf dem Fußballplatz stehen wir schon startbereit. Ein Mann wie Uwe Seeler, der ist bei uns nicht drin. In unseren Reihen, da tät's alleine Beckenbauerin. Ja, heute sind wir dran, das wird mal Zeit. Sogar in Bonn setzt sich jetzt durch die Weiblichkeit. Was sagen Sie zu Frau Strobel, beschlagen wie ein Drogist? Sorgt die dafür, dass unser Bier auch künftig sauber ist? Ja, heute sind wir nicht mehr Nieten, sogar auf geistigen Gebieten, da leisten wir was. Hilde Knef mit dem geschenkten Gaul schreibt ein neues Buch, die ist nicht faul, die produziert bald mehr als Günter Grass. Ja, heute sind wir dran, das wird mal Zeit. Bloß hier im Fernsehen macht der Mann sich noch zu breit. Wenn mal Marianne Koch kommt, beanstandet man das. Herrn Köpke sieht man öfters, doch bei dem sagt keiner was. Ja, heute sind wir dran, das wird mal Zeit. Lebt die Ballade um die Männlichkeit. Mit Löckchen um die Bäckchen auf unsere Manier. Da gehen sie Kiss im Seidendress und tun, als wären sie wir. Ja, heute sind wir dran, das wird mal Zeit. Selbst die Polente braucht die Politessin Maid. Der Mann, der mit dem Wagen die Parkzeit überschritt, der zahlt bei ihr die Strafgebühr, sonst sagt sie, kommen Sie mit. Ja, heute sind wir nicht mehr Nieten, sogar bei den Banditen sind Frauen jetzt Mann. Früher sah man die Policenmaid als Abbild einer doofen Braut, heute geht sie selber mit und knackt den Schrank. Ja, heute sind wir dran, das wird mal Zeit. Und unser Image ist nicht mehr die Dämlichkeit. Die Frau ist nicht mehr Sklave und abhängig vom Mann. Heute haben mal wir die Hose. Liebe Gäste,
Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir kommen nun zu unserem Verkehrsspiel. Es ist ein Intermezzo. Wir wollen Ratschläge geben. Nicht alles sind hier bei uns jetzt Gesetze. Die Mannschaften müssen sich melden. Wir werden Filme vorspielen und dann, wer der Erste ist und etwas weiß, der drückt. Sehen Sie, dann leuchtet. Das geht dann nicht, die anderen können nicht, die sind dann blockiert. Jeweils nur die erste Lampe leuchtet. Ja, dann wollen wir gleich beginnen. Wir wollen Ihnen das vorführen. Ich möchte anfügen, wir haben einen Verkehrsexperten hierher gebeten, der 30 Jahre sich mit Verkehrsdingen beschäftigt. Er kennt auch die neue Straßenverkehrsordnung sehr gut. Wir begrüßen nun Herrn Dr. Dr. Walter Karsebohm. Moment. Herr Doktor, das scheint mit der Tür was zu sein. Herr Dr. Dr. Walter Karsebohm. Jetzt müsste man Peter Alexander sein und singen können, da ist ein Mensch, öffnet die Tür, es geht, na wunderbar. Es muss doch jemand dafür engagiert sein, warum soll ich denn was? Also Uwe, entschuldigen Sie, ich habe Sie jetzt nicht erwartet, sondern Herrn Dr. Dr. Walter Karsebohm. Ja, verzeihen Sie, Hans, es ist mir furchtbar peinlich, aber da ist eine Panne passiert. Herr Dr. Dr. Walter Karsebohm kann leider nicht kommen. Was ist passiert? Und der steht unten vor der Tür mit seinem Wagen und wird gerade aufgeschrieben im Halteverbot. Ach, na, das hat dann keinen Sinn. Wir machen etwas anderes. Ich werde eine Sonderrunde einlegen. Nein, Hans, entschuldigen Sie, das ist gar nicht nötig. Vielleicht kann ich ja Herrn Dr. Dr. Walter Karsebohm vertreten. Ich meine, ich habe auch einen Führerschein und die Filmchen habe ich gesehen, also warum soll ich das nicht erklären können? Ich muss mal fragen, kann das Uwe Friedrichsen auch für Sie machen? Sie müssen nur aufpassen, er ist nicht so sicher, so fit. Wenn er irgendetwas Falsches sagt, mal etwas Nachsicht, dann wird also ich gut, das schon... Also gut, fangen wir mal an. Bitte schön. Ja, gut, also liebe Quizteilnehmer, meine Damen und Herren, bevor wir uns an Steuer setzen, müssen wir uns eins überlegen, dass wir wissen, wo die richtigen Pedale sind. Nun ist das Gott sei Dank in Deutschland in den Wagen ja genormt. Wir haben links die Kupplung, rechts die Bremse, in der Mitte das Gaspedal. Es kann gar nichts schief gehen, verstehen Sie? Ein Moment, und hier hat sich Herr Professor Bruch gemeldet. Was war falsch? Ja, er sagt, er ist in der Mitte das Gaspedal. Ne? Und Sie sind anderer Meinung? Ja. Wo das Gaspedal liegt? Ist rechts. Ist rechts, Bremse. 1:0 jetzt für die Wissenschaftler. So ist es. Und wir wollen gleich Filme vorführen. Uwe, wenn Sie mal kommentieren. Ja. Bitte sehr, ja. Wenn der Film läuft? Ja, jetzt. Ah ja. Hier ist eine Familie, die offensichtlich in Urlaub fahren will. Sie sehen, die Mutter mit Gepäck, Koffertaschen, na, was man so alles hat. Aber der Kofferraum scheint nicht auszureichen. Was machen wir? Ah, Mutter weiß Rat. Mutter, wie immer natürlich. Wozu hat man die Hutablage? Hinten im Wagen. Bitte schön, da werden wir das alles schön verstauen. Da leuchtet, ja. Und zwar Herr Eckert. Ja, sie darf das rückwärtige Fenster nicht verstellen. Großartig, deshalb stehen Sie immer um 5 auf, dass Sie genau alles beobachten. 1:1 und wir fahren im Film weiter. Ja, Auftritt, es naht der Vater, schön, sportlich, er sieht sofort, was falsch ist. Weg mit dem Quatsch, wie kannst du denn das Fenster verstellen, du musst das doch wissen. Raus hier, Junge, was soll denn das? Warum lässt er den Jungen denn nicht vorne sitzen? Das Kind lernt doch viel dabei. Ist doch Unsinn. Wenn er vorne sitzen will, soll er ihn doch sitzen. Also Eltern sind manchmal kindisch. Ne? Ein Augenblick, hier meldet sich Professor Heinz Haber. Bitte schön. Kinder dürfen nicht vorne sitzen. Kinder, also es ist sollten. Kein Gesetz, sie sollten nicht vorne sitzen. Gesetz kann es nicht sein, es gibt auch Zweisitzer. Dann könnte ein Kind nie im Zweisitzer mitfahren. Aber Kinder sollten hinten sitzen, sollten. Das ist richtig. Der zweite Punkt für die Wissenschaftler und schon weiter im Film. So, der Vater fährt weiter. Es ist Sonntag, Feiertagsverkehr. Die Mutter hat vor einigen Tagen ihren Führerschein gemacht. Sagt, Sohn, du pass mal auf, alltags kann ich nicht fahren, da brauchst du den Wagen. Jetzt, sonntags, ist eine schöne Gelegenheit, Fahrpraxis zu erwerben. Komm, Mann, Männe, lass mich ansteuern. Ach, bitte, lass mich doch ansteuern. Nein, du sollst nicht ansteuern. Bitte, lass mich doch ansteuern. Nein, er will es nicht. Stopp. Er lässt die Frau Stopp, nicht ansteuern. Stopp, bitte, Frage soll an die Kandidaten. Die Frau, ja, Frage an die Kandidaten. Ja. Soll die Frau, die einen kurzen Führerschein hat, am Sonntag ans Steuer? Im Natürlich Sonntags nicht. Natürlich nicht, da müssen Sie drücken, wenn Sie schon als Erster sagen. Also natürlich nicht. Ich könnte jetzt ungefähr noch sagen, warum, aber Sie haben den Punkt. Das war ja. Naja, das ist selbstverständlich. Erstens einmal ist der Sonntagsverkehr sowieso ein Verkehr, wo sehr viele Anfänger fahren. Und man soll die Gefahr möglichst verringern. Die Gefahr verringern. Genau das wollten wir hören. Ich nehme an, dass auch unser Schiedsrichter, der extra für die Verkehrsfragen dabei ist, die gleiche Meinung ist. Was meinen Sie, Herr Dr. Ja, Seinstädter? Ganz sicher, Führerschein-Neulinge sollten üben, aber nicht gerade am Sonntag. Das ist also wieder ein Punkt für Sie. Möchte ich dazu nur sagen, dass meine Frau seit 20 Jahren einen Führerschein hat. Ihre Frau, auch sehr schön. Bitte, Uwe, weiter. Nun ja, meine Damen und Herren, das hat in diesem Fall unseres kleinen Films nicht zu Streitereien geführt. Aber manchmal kommt das ja vor. Aber Ihnen, meine Damen, muss ich einen Tipp geben. Streiten Sie nie mit dem Fahrer, wer auch immer es sein mag. Seien Sie nett zu ihm. Geben Sie ihm während der Fahrt hin und wieder mal ein Küsschen oder halten Sie mal Händchen.
da scheint, aber Sie sind doch glücklich verheiratet. Er war der Erste, hier leuchtet die Lampe immer der Erste. Schade, Frau Pulver. Dennoch gerade solche erotischen Eingriffe. Ja? Sie halten also einen Kuss für einen erotischen Eingriff. In die Fahrfähigkeit sollten unterbleiben. Also sollten unterbleiben? Dafür ist das Schlafzimmer da. Aber doch nicht für einen Kuss, aber Professor Haber. Also ich meine dann auf dem Parkplatz, das ist aber ein Punkt für die Wissenschaftler und wir wollen uns den Film weiter ansehen. Ja, bitte. Es erfolgt die längst fällige Versöhnung. Bitte sehr, so. Und jetzt aber sofort wieder den Treter aufs Pedal und los geht es in die Gerade. Da, Vater zischt ab. Er fährt in eine Einmündung. Gleich sehen wir auf blauem Grund den weißen Pfeil. Vater blinkt rechts. Das ist zwar sehr nett, aber völlig... Völlig? Bitte? Lassen Sie noch den... Ja, was wollten Sie sagen? Ja, ich weiß nicht. Mir ist er zu sehr in der Mitte der Straße gefahren. Ihnen ist er in der Mitte der Straße gefahren? Den Fehler hatten wir noch gar nicht, muss ich Ihnen dazu sagen. Ich muss also mit dem Schiedsgericht jetzt Rücksprache nehmen. Für uns fuhr er bis jetzt richtig. Frage an das Schiedsgericht, selbstverständlich. Sind Sie der Meinung, können wir den Punkt geben, fuhr er zu weit in der Mitte? Nein, er fuhr nicht zu weit in der Mitte. Er fuhr zwar vielleicht nicht ganz scharf rechts, da bestand hier aber auch keine Veranlassung dazu, denn es war keinerlei Verkehr sonst auf der Straße. Das ist nett, dass das Bundesverkehrsministerium das sagt. Also kein Punkt dafür. Ich würde sagen, nein. Ich glaube, in Österreich ist man genauer. Ja, er kennt das von Österreich her. Also Uwe, noch den letzten Satz zu Ende, Richtungspfeil. Ja, ich wollte sagen, dass er blinkt, als er rechts rumfährt. Das ist nett von ihm, aber völlig überflüssig, weil der Pfeil ja sowieso da ist. Er muss ja sowieso rechts rumfahren, also braucht er nicht zu blinken. Lieselotte Pulver, bitte. Er muss trotzdem blinken. Warum? Immer wenn man die Richtung ändert, muss man den Blinker raustun. Immer wenn man die Richtung ändert, muss man den Blinker rausnehmen. Das wissen nicht alle, glaube ich, ganz sicher. Auch wenn ein Richtungspfeil ist, jeweils wenn Sie eine Richtung ändern, müssen Sie blinken. Also ein Punkt für den Film. Bitte, Uwe. Ja. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, da wir gerade von Verkehrsschildern sprechen, Sie kennen sicher alle das Schild Einbahnstraße, dieser längliche Pfeil mit der Schrift Einbahnstraße drin. Wenn man nun von entgegengesetzter Richtung kommt, darf man natürlich nicht in diese Einbahnstraße reinfahren. Aber gesetzt den Fall, man hat da was... Ja, Herr Haber? Diese Ausdrucksweise erschien mir nicht ganz korrekt. Wenn man von entgegengesetzter Richtung kommt... Aus der entgegengesetzten Richtung also, wo des das Pfeils. Schild ist. Wir schenken dann sind Sie doch schon in der Einbahnstraße. Nein, davor. Nein. Also hören wir es uns noch weiter an. Wir sagen jetzt nichts. Bitte ich sage, wenn man aus entgegengesetzter Richtung kommt, gegen die Pfeilrichtung, dann ist es falsch. Ja, das sind Sie doch schon. Ja, also bitte keine Diskussion. Weitermachen, Herr Fahrlehrer, wenn Sie so freundlich sind, mal Ihren Kurses zu Gut, ja. Aber ich meine, man kann das auch mit einem Trick umgehen, wenn man, sagen wir mal, da parken will oder in den ersten Häusern der Einbahnstraße zu tun hat. Man setzt dann einfach rückwärts in die Einbahnstraße rein und... Ein Moment, Herr Eckert. Das ist völlig ausgeschlossen. Ach, völlig ausgeschlossen. Das ist auch ausgeschlossen. Ein weiterer Punkt für den Film. Und nun wollen wir bald zum Schluss kommen. Noch ein bisschen Film, bitte. Weiterfahren. Ja. Der Vater fährt weiter. Jetzt darf er diese Radfahrerin überholen oder darf er das nicht? Frage. Lieselotte Pulver. Er sollte hinten bleiben. Er sollte hinterbleiben. Warum? Weshalb? Der Abstand zwischen den beiden Fahrzeugen wird zu klein. Zum Radfahrer muss ein Sicherheitsabstand sein. Das ist wichtig. Zum Radfahrer muss ein Sicherheitsabstand von 1 Meter sein. So ist es Vorschrift. Aber ich frage dazu gleich noch mal unseren Schiedsrichter. Den Punkt haben Sie schon. Und nun noch, Herr Dr. Seidenstecher. Die Antwort war auf jeden Fall richtig. Es ist einmal wegen des Gegenverkehrs das Überholen bedenklich, aber dann auch wegen des vorhandenen Radfahrers, zu dem man, wie Sie schon sagten, Herr Rosenthal, einen Sicherheitsabstand von 1 Meter hat. Den Punkt hat Milo Pulver schon längst in der Tasche. Ja, gut. Also hier handelt es sich um eine Landstraße, das lasse ich mir gefallen. Aber auf der Autobahn ist das ja anders. Da habe ich ja die 2 Spuren, nicht wahr? Einen Moment, Herr Haber. Auf der Autobahn gibt es meines Erachtens keine Radfahrer. Richtig, auch dieser Punkt gehört Ihnen. Sie haben aufgepasst. Uwe, das soll jetzt genügen. Es war ja nur ein kleines Intermezzo. Sagen Sie, Sie haben neuerdings einen Bart. Ich kannte Sie gar nicht mit Bart. Nein, das verdanke ich der Flugsicherung. Als ich in Frankfurt auf den Flughafen kam, hatte ich ihn noch nicht. Ach, so lange haben Sie gesessen. Wiedersehen, vielen Dank. Ja, wir wollen weiter mal sehen, wie das Spiel endete. Um den 3. Platz. Film gegen Wissenschaft gewann der Film mit 5:4. Sie haben den 3. Platz gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und beim Film gibt es Superpunkte. Sie werden nachher in 100 Dalli-Dalli-Punkte umgetauscht, also 500 Punkte
400 Punkte haben Sie gewonnen. Sie wissen ja, jeweils eine Mark. Und so ist das bei uns. Erst hat man 0 Punkte und dann steigert sich das ins Riesige. Es ist auch genauso mit der Liebe. Sie wissen das. Manchmal ist ein Fünkchen da und dann wird daraus ein Feuerwerk in der Liebe, Zuneigung. Und da habe ich den Übergang, den ich wollte. Wir hören jetzt etwas zum Thema Liebe, Zuneigung. Wenn es zu viel wird, hören wir dazu Robert Rober. Eine Dame, schlank und schön, hat es auf mich abgesehen. Na sowas, ein Phänomen. Ganz egal, wo ich grad bin, die ist völlig von mir hin. Die hält mich für'n Hauptgewinn, ja, ist denn sowas drin? Sie liebt mich, sie liebt mich, sie liebt mich allein. Sie liebt mich schon am Morgen und des Nachts beim Mondenschein. Sie liebt mich im Dezember und auch noch im Februar. Sie liebt mich, ja, sie liebt mich, ist das nicht wunderbar? Sie liebt mich am Barstuhl und sie liebt mich im Wald. Sie liebt mich noch im Fahrstuhl und sie liebt mich ohne Halt. Sie liebt mich in Hannover, in Berlin und Neuenahr. Auf dem Dampfer, auf dem Sofa, ist das nicht wunderbar? Sie liebt mich bei Ebbe und sie liebt mich bei Flut. Sie liebt mich auf der Treppe und sie liebt mich in der Wut. Sie liebt mich mal bacchantisch wie die Eule Potiphar. Doch sie kann's auch auf romantisch, ist das nicht wunderbar? Sie liebt mich auf den Klippen und im Schnellzug nach Paris. Sie liebt mich mit den Lippen, mit den Händen, mit den Füßen. Sie liebt mich auch zu Hause und im Auto, wenn ich fahr. Sie liebt mich ohne Pause, ist das nicht wunderbar? Sie liebt mich wie im Drama und sie liebt mich im Pelz. Sie liebt mich im Pyjama und sie liebt mich im Gehölz. Sie liebt mich auf dem Marktplatz und sogar auf dem Boulevard. Sie liebt mich noch am Parkplatz, ist das nicht wunderbar? Sie liebt mich auf der Wiese, wenn das Fußballspiel steigt. Sie liebt mich, wenn ich niese und sie liebt mich, wenn man geigt. Sie liebt mich, selbst im Zoo, da schaut sie nicht aufs Dromedar. Denn nur ich steh vor ihr Soda, ist das nicht wunderbar? Sie liebt mich im Casino, wenn sie Geld abverspielt. Wenn sie mit der Diva fühlt. Sie liebt mich in der Scheune, ist die Morgensonne klar. Dann geht's weiter, früh um 9, ist das nicht wunderbar? Sie liebt mich im Theater und sie liebt mich im Büro. Ich war schon beim Psychiater, doch der sagt nur, seien Sie froh. Sie liebt mich, nur mich, nur mich, nur mich. Sie liebt mich, ist das nicht fürchterlich? Hier im Saal, Sie haben bis jetzt zugeschaut, aber nun müssten Sie selbst auch mal hier aktiv werden. Ich habe mal eine Frage. Wer möchte bei einem Publikumsspiel mitmachen? Das heißt Fragenlotto. 6 Fragen sind zu beantworten. Ich bitte um Handzeichen. Wer möchte gern? Dort meldet sich ein Herr, der zweite in der dritten, sechsten, siebten oder achten Reihe. Ja, wenn Sie kommen, das ist sehr nett. Wir haben eine Art Lottomaschine und Kugeln. Aber in jeder Kugel ist eine Frage. Bitte kommen Sie doch zu mir. Guten Abend. Guten Abend, Sie sind? Jürgen Röhm heiße ich. Herr Jürgen Röhm? Ja. Was sind Sie von Beruf, Herr Röhm? Handelsvertreter. Handelsvertreter. Ja. Kann man das noch etwas näher definieren? Ja, für Sanitär- und Heizungsbedarf. Sanitär- und Heizung. Ich bin hier in Berlin, nicht im Verkauf. Da machen Sie mit. Sie sind kein Hiesiger? Nö, aber ich bin Gastarbeiter, 6 Jahre schon hier. 6 Jahre Gastarbeiter in Berlin, damit sind Sie Einheimischer. Icke Deppe können Sie auch. Haben Sie ein Hobby? Wenn die Arbeit erledigt ist, was machen Sie da gern? Fotografieren. Fotografieren, das ist Ihr Hobby. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Ich hätte mich gern mit Ihnen länger unterhalten. Wir müssen gleich zum Spiel kommen. Ich will es Ihnen erklären. Wir haben 50 Kugeln in dieser Trommel. G bedeutet Geografie. Ich sage Ihnen, P ist Politik, A sind allgemeine Fragen. Wenn Sie alle 6 Fragen beantworten können, dann haben Sie 6 Richtige. Großer Preis. Können Sie 5 Fragen beantworten, gibt es noch eine Zusatzfrage. Auch noch ein ganz großer Preis. Dann 4, 3, ab 2 Richtigen gibt es... Wie beim Lotto. Genau, wie beim Lotto. Sie können hier
an den Apparat gehen und mischen. Das dürfen Sie selbst. Sie sind sozusagen Ihres Glückes Schmied. Haben noch Zeit. Wir haben die roten, oder mit dem A sind allgemeine Fragen, die blauen sind geografische Fragen, L lustige Fragen. Das nehmen wir zum Schluss, ja, möglicherweise. Fangen wir mal an, Monika öffnet schon. 6 Fragen. Es geht schwer, nicht? Aber wunderbar. Monika kann das schon. Frage, machen Sie es nicht so schwer. Ich stecke ja nicht drin. Wir wollen ja alle, glaube ich, der ganze Saal und viele, viele Zuschauer sagen, der Mann soll es schaffen. Unser Gastarbeiter, 6 Jahre hier. Netter Gastarbeiter. Wie bezeichnet man die Lehre vom Schall? Akustik. Akustik, Sie gucken mich an und ich sage, das ist richtig. Die erste Antwort stimmt. Eine geografische Frage, Nummer 2. Ich nenne Ihnen bekannte deutsche Flughäfen. Ein falscher ist darunter. Sie sollen sagen, welcher es ist. Also Namen von Flughäfen. Langenhagen, Riem, Eimsbüttel, Tegel, nicht. Echterdingen. Eimsbüttel gibt es nicht. Eimsbüttel gibt es nicht. Das heißt, nicht. Fuhlsbüttel. Gut, 2 richtige. Wieder eine allgemeine, das klappt ja hervorragend. Sie haben überhaupt kein Lappenfieber. Ja, wissen. Ja, Frage 3. Ich nenne Ihnen jetzt 4 Städtenamen und Sie sagen mir, welche Märchen oder Sagengestalten Ihnen bei diesen Orten einfallen. Ja? Märchen oder Sage. 3 Antworten genügen schon. Also einmal können Sie sagen, weiß ich nicht. Bremen. Bremer Stadtmusikanten. Bremer Stadtmusikanten. Xanten. Kann ich nicht. Überlegen Sie mal. Xanten. Wagner, ja, denken Sie vielleicht mal. Mehr darf ich aber dann nicht helfen. Weiß ich nicht. Also einmal lassen wir es weg. Ja. Sie können ja auch einmal passen. Hameln. Rattenfänger. Und letzte, das muss jetzt stimmen. Köln. Köln. Ah, die Dings da. Die Dings da, ja, das ist es. Die nicht Meinzel, Heinzelmännchen. Ja gut, dann ist es richtig. Die Heinzelmännchen. Jetzt kommt die vierte Frage für Sie. Und 3 richtige haben Sie schon. Sie haben auf jeden Fall schon etwas gewonnen. Das ist schon gut, nicht? Ja, sehr gut. Ist Laufkatze die Bezeichnung für ein leichtes Mädchen? Eine schwebende Transportvorrichtung, ein Raubtier, das läufig ist, oder ein Haustier, das sich nicht an die Wohnung gewöhnen kann? Schwebende Transportvorrichtung. Schwebende Transportvorrichtung. Auch richtig, wunderbar. Wen bezeichnet man als Erfinderin des Minirocks? Tschü. Wissen Sie es? Na, eine Engländerin war es, ne? Eine Engländerin ist richtig. Na, wie heißen die Engländerinnen schon? Wie heißt die Königin Mutter? Dann haben wir es ja bald. Queen. Nee, Queen meine ich nicht. Elisabeth. Nein, Mary Quent. Sie hatten 5 richtige, Sie bekommen nur die Zusatzfrage. 6 sind es nicht geworden. Monika, wollen wir öffnen? Ja, so geht's schon. Danke. 6. Frage. Das wären dann 5 mit Zusatzzahlen. Nennen Sie bitte die einstmals oft benutzten Bezeichnungen für Morgenland und Abendland. Sie haben ja selbst gemischt. Orient. Orient ist richtig. Und die andere Bezeichnung? Mit O. Orient und... Na. Muss mit End ist richtig hinten. Mehr möchte ich aber nicht helfen. Orient und... Wissen Sie es nicht? Nein. Okzident. Also es bleibt bei 5 richtigen, Orient und Okzident. Und nun kommen wir gleich zur Preisverteilung und da haben wir uns auch etwas Besonderes ausgedacht. Dalli Dalli, Ihr Preis wird jetzt gezeichnet auf Tempo. Wir haben dazu einen Berliner Karikaturisten gewonnen. Hier ist Oskar. Oskar, es waren 5 richtige, wenn wir schon eine 5 hinzeichnen. Oskar bekommt jetzt 1 Minute Zeit, um Ihren Preis aufzuzeichnen. Wenn er es schafft, prima. Wenn er es schneller schafft als in 1 Minute, die restlichen Sekunden bekommen Sie noch in D-Mark. Ja? Oskar, klar, 60 Sekunden Zeit. Dalli, Dalli.
waren erst einmal 33 Sekunden. Also bekommen Sie erst schon 27 Mark, denn Oskar ist schneller fertig geworden. Und das ist, Sie können es selbst sehen, ein Fernsehgerät. Ein Fernsehgerät für Sie für 5 Richtige. Wir gratulieren, herzlichen Glückwunsch und die Kabel bekommen Sie auch noch. Alles für Sie. Wiederschauen, liebe Zuschauerinnen. Berlin ist eins der größten Modezentren Europas. Wenn hier Durchreise ist, fast alle Hotelzimmer sind dann belegt. Es gibt auch die Interschick. Und immer müssen sich ja Modeschöpfer etwas Neues einfallen lassen. Wir wollen jetzt von einem Modestück reden. Es war heute schon mal ein bisschen die Rede davon. Sie kennen es auch. Und zwar singen darüber 3 junge Damen und 2 zu ihnen gehörende Herren. Wir freuen uns auf die Rosie Singers. Ein Modeschöpfer sprach, ich dachte lange nach, warum sollen nicht die Damen in kurzen Hosen gehen? Ja, voll, Herr Kapitän. Im langen Maxi-Look, da sieht man nicht genug. Sogar im Mini-Röckchen waren Bäckchen kaum zu sehen. Da muss etwas geschehen. Die Höschen, wie man weiß, haben zwar einen stolzen Preis. Doch wenn ein Mann uns anguckt, dann schmilzt bei ihm das Eis. Das ist der Sinn der heißen Hosen. Auf die Dauer, lieber Schatz, lieb ich dich als Hosenmanns. Komm, zeig dich mir in allen Posen. Deine Rundung hat ja kaum im Höschen Platz. Bei Nacht befolgen mich Psychosen, weil ich den Anblick so genoss. Das ist der Sinn der heißen Hosen. Und das weiß auch jeder kleinste und gemeinste Modeboss. Zwei heiße Hosen, ein zarter Guss, das ist für Männer ein Hochgenuss. Ich frag mich bloß, obwohl du sehr gelenk bist, wie du da reinkommst, wo die so eng ist. Beim ersten Mal, da tut's noch weh, da ziehen wir beim Anziehen noch den Nagel ein. Doch mit der Zeit so peu à peu, da passen wir schon rein. Höschen in der Grube sitzt ein bisschen stramm, knapp ist dieses Futteral, wenn was platzt, das wär fatal. Höschen hüpf, Höschen hüpf, hüpf nochmal. Ja, wie dieses Beinkleid riss mich kein Kleid je so hin. Allerdings vorausgesetzt, es steckt jemand drin. Liegt die Hose bloß so lose rum im Warenhaus, sind wir unbewegt, weil sie niemand trägt. Ganz ohne Weiber geht die Hose nicht, sonst kommt der Liebesvirtuose nicht. Will im Höschen eine Frau, sehr schön und schlank im Bau. Trägst heiße Höschen du, gib Acht auf den Jahrgang. Sei nicht zu alt dazu, gib Acht auf den Jahrgang. Denn sonst zeigt noch unsere Oma ihr klein Höschen und erkältet sich das Häschen. Das ist mehr was für die jüngeren Gesäßchen. Auch wer Speck hat, lässt das Höschen besser weg. Sah ein Knab ein Höslein stehen, etwas dick um die Lände. Knabe wollt die Maid verschmähen, fand sie nicht sehr fotogen. Doch sie sagte behende, Höslein, Höslein, kriege ich den, dann will ich niemals auseinandergehen. Denn bei Maxi, Maxi, Maxi war ja gar nicht mehr zu sehen. Holla ho, holla he, heiße Höschen sind der Held.
herrliche Idee. Ach, ich lieb die heißen Höschen und ich bin zwar kein Soldat, doch bei dir leg ich die Hände gerne an die Hosen nach. Holla ho, holla he. Ja, das sind Kollegen. Sagen die eben zu mir, nun geh raus, Hosental. So kommt das, wenn so ein Liedchen kommt. Ja, wir kommen nun zum Finale. Dalli Dalli, Endrunde. Sport gegen Politik. Sie haben schon Platz genommen. Wer will beginnen? Erste Frage. Er soll beginnen. Herr Germer, 15 Sekunden Zeit. Nennen Sie in 15 Sekunden alle Tiere, die man zu Hause haben kann. Dalli Dalli. Hund. Schwein. Katze. Esel. Huhn. Hamster. Meerschweinchen. Goldhamster. Vögel. Käfigvögel. Raben. Was war das letzte noch? Raben. 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 Wollen wir die Raben noch zählen? Das war zu spät etwas. Etwas zu spät. Wie viel haben wir dann? Wir haben 9 Antworten. Die auch gültig sind, bloß ich weiß nicht, was Ihr Hauswirt sagt, wenn Sie sich ein Schwein in der Wohnung halten. Aber es wird anerkannt, 9. Nun gleich zweite Aufgabe. Nun müssen Sie aber beginnen, Ilona. Ja. Achtung. 15 Sekunden Zeit für alle Kuchensorten, die Sie kennen bzw. gerne essen. Dalli, Dalli. Topfenstrudel. Streuselkuchen. Apfelstrudel. Eistorte. Mondstrudel. Butterkremtorte. Sachertorte. Quarktochter. Schwarzwälder Kirschtorte. Erdbeertochter. Obstkuchen. Kirschtochter. Marillencremetorte. Aprikosentochter. Aus. Dass Sportler so viel Kuchen essen können, habe ich nie für möglich gehalten. Das war ja ganz enorm. Das ist eine große Zahl. Ich bin sehr gespannt. Ja, wir haben 14 Antworten, die alle anerkannt werden. Denn Schwarzwälder Kirschtorte ist was anderes als Kirschtorte. Da ist einmal der Obstkuchen gefallen. Das ist ja ganz was anderes, es können verschiedene Obststücke drauf liegen, nicht wahr? Ja. Also das ist alles. Aber das Interessante ist nicht neu, was Sie machen. Schon die alten Lateiner haben das Essen mit dem Spiel. Ich erinnere an das Sprichwort Panik et Pirmasensis, nicht wahr? Nein, das ist falsch. Circenses, Panem et Circenses. Sie sprechen das falsch aus, ja. Herr Hosenthal, Ihnen müsste bekannt sein, dass es auch im Lateinischen Dialekte gab. Ja, also mit Ihnen lasse ich mich jetzt nicht mehr ein. Wir wollen gleich weitermachen. Es waren also 9 mal 14, 126 Punkte und nun jede Antwort mal 126. Wir wollen Ihnen einen Film vorführen, 25 Sekunden lang. Unsere Mannschaft sieht 25 Politiker. Danach heißt es Dalli Dalli, Sie sollen uns sagen, wie viele Politiker Sie behalten haben. Dort ist der Monitor, Sie können dort reinsehen. Achtung, Dalli Dalli! Nun für Sie, Sie beginnen, Herr Germer, abwechselnd. Dalli, Dalli. Heinemann. Kreisky. Brandt. Peter. Kiesinger. Scheel. Genscher. Aus. Sie haben österreichische Politiker genannt, wir haben auch österreichische Politiker dabei, insgesamt 5. Geh mal zur Jury. Wie viel können wir jetzt anerkennen? Alle 7 Antworten. Alle 7. 7 mal 126 und bevor Brigitte rechnet, wir haben 5 österreichische Politiker dabei, alle Deutschen, wenn Sie nicht kennen. Wer war noch dabei? Der Bundespräsident. Jonas, der Bundespräsident, ja. Klaus. Klaus.
Und der erste, das weiß ich nicht, ob sie ihn genannt hat, war Gorbach. Gorbach weiß ich auch nicht, ob sie ihn genannt hat, aber Peter hat sie genannt und Kreisky hat sie auch genannt. Ja. Also wir rechnen zusammen und während gerechnet wird, erwarten wir nun schon die zweite Mannschaft hier bei uns im Studio. Politik, die beiden Polizeipräsidenten. So, Sie müssen jetzt gegen, oh, es geht noch weiter, der 100er dort oben. Wie viel sind es, Brigitte? 882 Punkte haben die Sportler. Wenn Sie 883 schaffen, dann sind Sie Sieger. Hier die erste Frage, 15 Sekunden Zeit, es geht los. Wer beginnt, Herr Hübner oder Herr Müller? Fange ich diesmal an. Bitte, Herr Hübner. Alle Tiere, die man zu Hause haben kann. Dalli, Dalli. Hund. Katze. Kanarienvogel. Papagei. Schildkröte. Hamster. Läuse. Schaf. Eidechsen. Schwein. Meerschweinchen. Pferd. Küken. Kuh. Gänse. Ziege. Schweine. Stopp, danke schön, das soll reichen. Ich hatte, sogar Läuse sind bei Ihnen zu Hause, ja? Kann. Ich habe ja kann gesagt, ja. Die Kunst ist nur loswerden. Aber ich muss, Sie sind sie ja losgeworden. Wir kommen zur Jury. Ja, also ich muss mal weiter ausholen. Ja, holen Sie aus. Sind 17 Antworten gewesen, die wir auch anerkennen. Alle 17? Alle 17, nur die Polizeipräsidenten müssen ja wissen, was die Baupolizei sagt, wenn sie sich da oben ganzen Hof halten. Arche Noah. Nicht wahr? Auf dem Bauernhof, ja. Auf dem Bauernhof, ich darf sagen, 17. Wir haben das Spiel natürlich probiert. Es ist noch nie vorgekommen, dass in 15 Sekunden 17 Antworten gegeben werden worden. Also, Achtung, zweite für Sie. Jetzt beginnt Herr Müller. 15 Sekunden Zeit für alle Kuchensorten, die Sie kennen bzw. gern essen. Dalli, kommen Sie ein bisschen näher, damit wir Sie noch besser verstehen. Dalli. Rosinenkuchen. Streuselkuchen. Apfelkuchen. Eclair. Bienenstich. Napoleonschnitte. Schokoladenkuchen. Schnecken. Pfannkuchen. Amerikaner. Reibeplätzchen. Marmorkuchen. Moment, also... Der Marmorkuchen, ich weiß nicht, ob man überall Amerikaner kennt. Das sind diese Kuchenstücken mit Schokolade hinten oder weißem Zuckerzeug drauf. Das gibt es in Berlin, nur zur Erklärung, auch für alle Österreicher. Die Jury unterhält sich. Wie viel können wir jetzt anerkennen? 12. 12. Jawohl. 17 mal 12, 170 mal 34, 204 sind das dann. Steht auch schon, 24 haben wir da, aber es müssten 204 sein. Vielleicht habe ich mich auch verrechnet, aber ich glaube, es stimmt. Nun die dritte, wir müssen uns beeilen. 25 Sekunden, zeigen wir Ihnen jetzt einen Film. Sie gucken bitte in den Monitor. Nein, 25 Politiker sehen Sie und Sie müssen sich dann erinnern, wen Sie gesehen haben. Dazu aber dann nur 15 Sekunden Zeit. Achtung, Film, Dalli, Dalli. Achtung, jetzt beginnt Herr Hübner wieder, dritte Runde, ja. Dalli, Dalli. Brandt. Heinemann. Kiesinger. Kreisky. Schröder. Barzel. Leber. Schmidt. Ja. Herr Hübner, Kuchen ist besser. Was? Ja, aber das macht er nicht. Wir wollen mal sehen. Das war sehr interessant, psychologisch interessant. Das kann ja im Augenblick, ist es dann weg. Ich bin sicher, Sie haben fast alle schon begleitet durch diese Stadt. Das würde ich sagen, ja. Liebe Jury, was meinen Sie jetzt? Ja, wir meinen 8 gültige Antworten. Herren, als Polizeipräsident können Sie auch nicht so viel Politiker kennen. Gut. 8. Dankeschön. Wir rechnen jetzt zusammen. Wir haben 8 mal 204, das sind erstmal 1600, 8 mal 4, 32. 1632, stimmt es, Brigitte? Also da haben wir folgendes Ergebnis im Finale. Einmal eine sehr gute Leistung, der Sport 882 Punkte und dann eine fabelhafte Leistung, 1632 Punkte für die Politik. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Und Meister.
Vizemeister, ich darf auch Dritte und Vierte bitten. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, alle Teilnehmer an dieser Sendung haben vorher gesagt, es gibt ja pro Punkt eine Mark, wir tun alles zusammen in einen Topf. Ich muss Brigitte fragen, sie hat ja gerechnet, was kam jetzt insgesamt heute heraus? 4.514 Punkte bei den normalen Punktespielen und beim Verkehrsquiz 900 Punkte sind 5.414. 5.000 hatten Sie? 4.514 plus 900 sind 5.414. Sind 5.414 Mark. Alle acht haben vorher zusammengesessen und beraten, wer bekommt dieses Geld? Die Siegermannschaft darf es sagen, wer will es, Herr Hübner oder Herr Müller? Wir haben alle gemeinsam beschlossen, das Geld, das heute gewonnen worden ist, soll verteilt werden an alle heute in Berlin und in Wien geborenen Kinder. Also alle Kinder, die am 13. Mai 1971 geboren werden, bekommen dieses Geld, das sind Sparbücher. Sie können sich das vielleicht ausrechnen zu Hause. Im letzten Jahr, also 1970, sind in Berlin im Mai pro Tag im Schnitt 48 Kinder zur Welt gekommen. Ich nehme an, in Wien werden es etwas weniger Kinder sein, aber so 70, 75 Mark ist jedes Sparbuch wert. Kein großer Preis, aber es soll ja auch Spaß machen und wir freuen uns. Die Muttis müssen sich bei uns melden bis zum 31.05.71 und natürlich auch den Beweis, dass das Kind wirklich da ist. Nicht das Kind schicken, sondern lediglich vielleicht die Geburtsurkunde. Entweder an Redaktion des ZDF in Mainz, Abteilung Unterhaltung oder ORF in Wien, Kennwort Dalli Dalli. Das bedeutet auch für mich jetzt Dalli Dalli. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.